Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute mache ich mir mal Gedanken über das Wahlgeheimnis und über Facebook. Denn die Wahl ist vorbei, wie wir wissen. Das Ergebnis lasse ich mal ganz unkommentiert, denn das Volk hat gewählt. Also nicht nur ich, sondern auch alle anderen. Alle, die wählen wollen, haben gewählt. Und das kam dabei raus. Ja, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Ich habe eine ganz tolle Partei gewählt, die nennt sich Wahlgeheimnis. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, natürlich wählen zu gehen, aber nicht zu sagen, was ich gewählt habe, weil ich niemanden auf den Schlips treten möchte, indem ich vielleicht eine Partei gewählt habe, die der mag oder eher nicht so mag. Ne? Und ist ja mein gutes Recht. So, jetzt gibt es im Facebook, habe ich gerade heute gesehen, einen neuen Trend, der heißt wähl was anderes als ich und ich schmeiß dich von der Buddy-Liste runter. Buddy-Liste, das ist die Freundschaftsliste. Also, so und so viele Facebook-Freunde habe ich und dann sagt man dann, ja, wenn du nicht hier die CDU wählst oder die FDP oder die AfD oder die Blabla-Partei, dann schmeiße ich dich runter. Oder wenn du sagst, ja, ich habe jetzt meinetwegen die FDP gewählt. Oh, die gefällt mir nicht. Ich schmeiß dich runter. Oder die AfD von mir aus. Hast du die gewählt? Oh, du Nazi. Schmeiß dich auch gleich weg. Nein. Deswegen sage ich prinzipiell nicht, was ich gewählt habe. Und ich fahre damit ganz gut. Denn ich schätze alle meine Kontakte, alle meine, die auf der Freundesliste stehen, die schätze ich. Und ich finde gerade den Austausch mit diesen Leuten gut, weil man mit den meisten doch ziemlich gut diskutieren kann. Und wenn jeder dieselbe Meinung hätte, ganz ehrlich, dann wäre es ja irgendwo langweilig. Wäre für mich irgendwie langweilig. Ja, deswegen, ich lese gerne von anderen Leuten, die andere Meinungen als ich vertreten. Nur so funktioniert Demokratie. Nur so kann man lernen. Man tauscht sich aus mit Sachen, die man vermeintlich noch nicht kennt. Ja, ich kenne die Meinung von den anderen nicht und die Ansichten. Und die muss ich meinen Ansichten gegenüberstellen. Dann kann ich daraus rausfiltern, das finde ich gut, das finde ich eher nicht so gut. Aber ich würde deswegen nie jemanden von der Buddy-Liste runternehmen. Braucht da keine Angst haben, mache ich nicht. Ja, ich habe vorhin im Facebook auch geschrieben, dass ich sowas nicht mache. Und die Resonanz ist riesig, also Wahnsinn. Ich werde das Video auch mal mit da rein posten, na, damit gerade die Leute, die das sehen, also die da kommentieren, dass sie sehen, das ist meine Meinung dazu. Ja? Dann kann man natürlich abschweifen. Dann kann man natürlich sagen, ja, so und so, Flüchtlinge hin und her und so, ja. Ich finde ja im Allgemeinen, man sollte immer nur so viele Flüchtlinge aufnehmen, die man menschenwürdig unterbringen kann und die man letzten Endes auch integrieren, das ist ein schweres Wort, integrieren kann. Ja. Natürlich sind auch schwarze Schafe dabei, mehr als genug sind da Terroristen dabei, klar, sicher. Und man sollte aber auch den, ich sag mal, ehrlichen Flüchtlingen, sollte man auch das Recht einräumen, wenn die hierher kommen, Deutsch lernen, hier arbeiten und sich hier ein Leben aufbauen, das ist ganz wichtig, dann sollten die auch das Recht haben, hier zu bleiben. Ja? Natürlich, all jene, die kriminell wären, die Frauen überfallen oder wie auch immer, die sollten
bestraft werden, indem sie abgeschoben werden. Ganz einfach. Jeder, der sich benimmt, kann bleiben, kann von mir aus für immer hier bleiben. Ich finde die Vielfalt nicht schlecht. Ja, es sind mehr als, also es sind viele Ausländer hier und die arbeiten. Ich habe viele ausländische Kollegen, die arbeiten, die haben sich ein Leben aufgebaut, die fühlen sich hier wohl. Die dürfen jederzeit hier bleiben, ja. Ist doch okay. Wenn ich irgendwo ins Ausland ziehe und ich dort Arbeit finde, dort arbeite und dann sage, oh, hier gefällt es mir, so stelle ich mir mein Leben vor, so möchte ich leben, dann muss mir auch das Recht gegeben sein, dass ich dort leben kann, bis an mein Lebensende. Ja. Ne? Und abschließend kann ich sagen, wenn man Leute von der Buddy-Liste nimmt, nur weil sie eine andere Partei gewählt haben, dann ist das in etwa genau dasselbe, wie wenn man sagt, du bist nicht Fan von meinem Fußballverein und deswegen nehme ich dich von der Buddy-Liste runter. Ja? Oder du hast nicht dieselbe Lieblingsfarbe wie ich, deswegen nehme ich dich runter. Macht euch darüber mal Gedanken. Let's talk. Schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. Ich diskutiere das gern mit euch aus. Finde ich, das ist ja der Austausch. Diese Diskussion dann, die hoffentlich auf dieses Video kommt, das ist der Austausch. Und da freue ich mich total drauf, ja. Ja. Also dann. Ja, wir sehen uns. Tschüss.